Meine Güte, was treibst du denn den ganzen Tag da draußen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Wann? Wobei? Als ich gesagt habe, dass ich nicht wünsche, unseren Kontakt fortzusetzen. Ach du meine Güte, das habe ich doch nicht ernst genommen. Das ist nicht mein Problem. Und Kontakt nicht fortsetzen bedeutet, dass ich dich hier nicht sehen möchte. Hebebe. So, du gehst jetzt. Ich bin ein kranker Mann und ich möchte die Zeit, die mir noch bleibt, mit Menschen verbringen, die meine Gegenwart schätzen. Was bildest du dir eigentlich ein, du aufgeblasenes Arschloch? Meinst du, du kannst einen Freund einfach wegwerfen, wenn dir danach ist? Ist das deine Definition von Freundschaft? Wir sind keine Freunde. Erinnerst du dich? Das war sogar deine eigene Idee. Du hast mir auf Nachfrage mitgeteilt, dass du mich für einen Feind hältst. Ich habe extra danach gefragt, weil ich so ein Gefühl hatte. Und du hast mir eine ehrliche Antwort gegeben. Du meine Güte, der Mister empfindlich. Und ja, ich kann eine Freundschaft wegwerfen. Jeder kann das. Es ist zwar nicht sehr nett, aber die ganze Welt tut es. Und was dich betrifft, habe ich nicht vor, sie wieder aufzuheben. Ich überlege mir so etwas vorher sehr genau. Und jetzt raus! Findest du den Weg?